und hat aber den Punkt nicht verstanden, den sie ihm dann eben auch noch versucht hat, deutlicher zu vermitteln, dass er ihr Nein nicht akzeptiert, dass sie sich unwohl gefühlt hat und dass er sie zu etwas gedrängt hat, was sie nicht machen wollte. Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode der Tinder- bzw. Dating Community Stories, dem Format, in dem ich eure Dating-Geschichten erzähle. Ja, ihr werdet es mitbekommen haben. Letzte Woche gab es leider keine Episode, weil es mir wirklich von jetzt auf gleich so schlecht ging, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Im Normalfall schaffe ich es irgendwie, selbst wenn ich krank werde, das so nochmal irgendwie zu überwinden oder dann hatte ich Glück, dass ich es früh genug gedreht habe oder so. Aber in dem Fall hatte ich einfach keine Möglichkeit, es vor am Samstag zu drehen und am Samstag bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, ich kann noch nicht mal aus dem Bett aufstehen, geschweige denn mich jetzt hinsetzen und ein Video drehen. Ja, tut mir schrecklich leid. Ich hoffe, dass ihr es nicht zu sehr vermisst habt. Ich habe es auch am Sonntag nicht hinbekommen und es wäre dann vielleicht irgendwie am Dienstag oder so machbar gewesen. Aber ich habe mir dann gedacht, gut, dann sieht wieder nur die Hälfte der Leute das Video. Das ist dann auch doof. Deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht besser, wenn ich heute das Video mache. Und vielleicht gibt es eventuell eine kleine extra Geschichte noch dazu, weil ihr eben einmal verzichten musstet. Und mal schauen, vielleicht hole ich quasi diese Community-Folge nochmal nach, dass ich vielleicht am Sonntag nochmal ein Video mache. Also nicht diesen, sondern nächsten, weil ich glaube, man hört es, ich bin immer noch nicht so ganz auf der Höhe. Ich versuche trotzdem halbwegs Stimme zu behalten. Ich hoffe, sie bricht mir nicht weg. Und dann, ja, wenn ihr noch Geschichten für mich habt, dann schreibt sie mir sehr, sehr gerne. Entweder hier als Kommentar auf YouTube. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben oder ihr schreibt mir ganz einfach über Instagram direkt. Da heiße ich genauso wie hier auf YouTube Fiesophie. Und jetzt starten wir wirklich, wie gesagt, bevor ich keine Stimme mehr habe. In dieser Geschichte hat mir das Mädel erzählt, dass sie einen Typen getroffen hat und mit ihm für ein Date zu McDonald's gefahren ist. Dort haben sie sich dann Burger bestellt und sie hat sich einen Veggie-Burger bestellt. Wohl aus offensichtlichen Gründen in dem Fall. Ich meine, natürlich jeder kann auch so einen vegetarischen Burger bestellen, aber er hat natürlich gleich nachgefragt, warum sie kein Fleisch isst, ob sie Vegetarierin ist etc. Da haben sie dann wahrscheinlich ein wenig darüber geredet und sie hat ihn aufgeklärt. Sie haben sich weiter gedatet und irgendwann hat er sie dann zu sich eingeladen in der Weihnachtszeit und sie haben sich einen Film angeschaut, nämlich den Grinch. Er hat ihr gesagt, er wird sie bekochen, worüber sie sich natürlich gefreut hat. Und dann hat er ihr ganz stolz, als sie dort war, präsentiert, was es denn zu essen gibt. Nämlich vegane Chicken Nuggets. Er hat dann betont, dass er sich hier gemerkt hat, dass sie Vegetarierin ist und dass er dieses Mal die auch essen wird etc. Also dass er die quasi für beide macht. Sie haben sich dann den Film angeschaut und währenddessen eben die Nuggets gegessen. Und er hat irgendwie erstaunlich oft gefragt, ob sie schmecken, wie sie sie findet etc. Und als sie dann auch fertig waren, wollte er wissen, ob sie denn nicht wissen möchte, von welcher Marke diese super special veganen Nuggets sind. Sie hat gemeint, sie isst sowas eigentlich sehr selten, deswegen kennt sie sich auch mit den Marken nicht so aus. Und dann hat er da die Verpackung rausgesucht und hat sie ihr vor die Nase gehalten, blöd grinsend. Und was stand da drauf? Hühnernuggets. Nichts von vegan oder irgendwas in die Richtung. Er hat ihr einfach eiskalt echte Chicken Nuggets zubereitet und ihr dann auch noch gesagt, wie dumm sie nicht ist, denn sie hätte nicht geschmeckt, dass es echte Nuggets sind und dass er sie damit quasi verarscht hat und eben sie hat noch nicht mal geschmeckt, dass es echt ist und sie braucht sich nicht so anzustellen. Und so nach dem Motto, naja, jetzt hat sie ja Fleisch gegessen und sie hat es nicht gemerkt und offenbar mag sie es ja, deswegen versteht er eben diesen ganzen Vegetarismus nicht. Und was er allerdings nicht verstanden hat, war, warum das Ganze ist. Denn offensichtlich nicht deshalb, weil es ihr nicht schmeckt, sondern es hatte offenbar andere Gründe. Sie war auf jeden Fall sehr enttäuscht und einfach nur wütend über die Aktion. Beziehungsweise fand es einfach sehr respektlos, dass er das einfach so gemacht hat und ihr was vorgesetzt hat, wo sie von vornherein gesagt hat, dass sie das nicht isst, aus ihren Prinzipien. Er hat allerdings nur gemeint, sie soll sich nicht so anstellen und dieses blöde Vegetarier-Kultur etc. Und dass das ja alles total sinnbefreit ist, sie keinen Spaß versteht etc. Allerdings hat sie in dem Fall wirklich keinen Spaß verstanden und hat dann das Dating beendet, weil sie es einfach wirklich nicht lustig fand, sondern einfach nur bescheuert und respektlos und sie echt enttäuscht war, was ich verstehen kann. Also das ist wirklich ein mehr als schlechter Scherz.
Ich kenne das eigentlich nur in die andere Richtung, dass irgendwer dann vegane Sachen vorgesetzt bekommt und dann die Person sagt so, hey, ist dir gar nicht aufgefallen, dass das kein echtes Fleisch ist, denk mal drüber nach, etc. Das finde ich ja noch irgendwo okay, weil es eben dann nichts ist, wo die Person sagt, oh, das esse ich aus Prinzip nicht, sondern weil die irgendwie im Knoten im Hirn haben und sagen, kann ja nicht schmecken, etc. Aber du kannst das doch nicht umgekehrt machen. Du kannst doch nicht, wenn eine Person dir sagt, ich esse kein Fleisch aus den und den Gründen, sei das jetzt aus religiösen Gründen, aus eben Tierwohl oder auch eben, es schmeckt mir nicht oder ich vertrage es vielleicht auch nicht, kann ja auch alles sein, dann kann ich doch nicht hergehen und diese Person lustig verarschen wollen, indem ich ihr das hinsetze, was sie nicht möchte. Also das ist absolut respektlos, wie sie schon sagt. Das geht einfach gar nicht. Und ich weiß nicht, was sich Menschen dabei denken, die das lustig finden, weil das ist einfach nicht okay. Also, keine Ahnung. Ach, könnte ich mich ewig aufregen. Egal, kommen wir weiter zur nächsten Geschichte. Apropos komische Leute. Nein, in der nächsten Geschichte hat ein Mädel erzählt, dass sie ein Date mit jemandem hatte, der gemeint hat, er möchte gerne eine Frau haben, mit der er sehr offen über alles reden kann, vor allem auch, was so das Thema Sex betrifft. Sie waren gerade spazieren und sie hat gemeint, sie ist eigentlich sehr offen und ja, sie hat überhaupt kein Problem mit ihm über solche Themen zu reden und deswegen ist dann das Ganze auf eben ein solches Gespräch hinausgelaufen. Allerdings war es jetzt nicht die Art von offen reden oder ja, also sagen wir so, sie hatte nicht damit gerechnet, dass die Leute wahrscheinlich eher deshalb ein Problem haben, mit ihm darüber zu reden, wie er darüber redet. Denn er hat irgendwie im Laufe dieser Konversation ganz eigene Wörter benutzt, um bestimmte Objekte oder Körperteile zu beschreiben. Denn zum Beispiel sein bestes Stück hat er die ganze Zeit den Fickstab genannt. Und wenn er über Brüste gesprochen hat, hat er über Fettbeutel geredet oder über Euter. Und für das weibliche Geschlechtsorgan hatte er auch einen wunderschönen Namen. Er hat sie nämlich als Fickmuschel bezeichnet. Ja, sie hat gemeint, das Gespräch war ihr so unangenehm und hat sie so abgeturnt, dass sie absolut keine Lust darauf hatte, mit ihm im Bett zu landen. Also allein eben schon darüber zu reden, war nicht so das Gelbe vom Ei. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass die Leute, mit denen er sich vorher darüber unterhalten hat, vielleicht nicht unbedingt das Problem hatten, dass sie nicht offen mit ihm über ein solches Thema reden wollten, sondern eher davon abgestoßen waren, wie er das Ganze benannt hat. Weil ich glaube, ja, es wäre mir auch unangenehm, wenn jemand mit mir darüber redet und dann die ganze Zeit solche Wörter dafür benutzt. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Kindergarten und etwas lächerlich. Aber gut, ich meine, wenn er sich damit toll fühlt, viel Spaß. Aber ich verstehe halt nicht, warum man da nicht normale Worte für verwenden kann. Man bringt schon kleinen Kindern bei, dass es wichtig ist, die Dinge richtig zu benennen. Aber gut, vielleicht ist es halt einfach so. Man wird es nicht ändern können. Vielleicht ändert er es irgendwann selbstständig oder wenn ihm irgendwer ganz klar sagt, so, hey, bitte bezeichne mich da nicht als Fickbusch. Entschuldigung. Ich komme auf diese Worte einfach nicht klar. Aber ja, kommen wir weiter zur nächsten Geschichte. In der nächsten Story hat ein Mädel erzählt, dass sie im Oktober über OkCupid jemanden gedatet hat, der unbedingt mit ihr aufs Oktoberfest gehen wollte. Sie war allerdings von der Gesamtidee schon nicht sonderlich begeistert und hat auch gemeint, dass sie eigentlich kein Dirndl für einen solchen Zweck hat. Aber er hat sich nicht davon abbringen lassen und hat ihm vorgeschlagen, das erste Date könnte ja auch beim Dirndl kaufen quasi stattfinden und hat sie dazu überredet, dass sie gemeinsam in ein Geschäft gehen, wo man eben Dirndl kaufen kann. Ach, und er hat auch gemeint, wenn sie mit ihm aufs Oktoberfest geht, dann würde er für sie sogar das Dirndl zahlen. Sie war zwar immer noch nicht besonders begeistert von dem ganzen Plan, aber hat, da er darauf bestanden hat, sich darauf eingelassen, dass sie zumindest mal in das Geschäft gehen und sich ein bisschen umschauen. Dort angekommen hat er dann auch zur Verkäuferin gemeint, sie solle bitte für sie ein schönes Dirndl raussuchen, am besten ein so schönes, wie sie gerade selber anhat, also die Verkäuferin. Und die hat dann ein
ein paar Dirndl rausgesucht und das Mädel ist dann mit mehreren in die Umkleidekabine gegangen, um sie durchzuprobieren. Da der Dirndlladen aber eher klein war und diese Kabine auch nur durch einen leichten Vorhang getrennt war, hat sie genau mitbekommen, was ihr Date mit der Verkäuferin so geredet hat. Da ging es dann nämlich ja, auch ums Oktoberfest und generell darum, dass die Verkäuferin ihm ziemlich zu gefallen schien. Und nicht nur das, er hat sie auch eiskalt gefragt, ob sie eigentlich einen Freund hat und ob sie nicht Instagram austauschen können. Und das Mädel hat halt währenddessen die Dirndl anprobiert, ist dann immer mal rausgekommen, um quasi es herzuzeigen. Und als sie dann fertig war und alle anprobiert hatte, hat er zu ihr gemeint, naja, das Dirndl ihr vielleicht doch wirklich nicht so stehen. Aber vor allem, weil man einfach merkt, dass sie sich darin nicht wohlfühlt und dass das wohl doch keine gute Idee ist. Beziehungsweise, dass ihn dort einfach keins der Dirndl überzeugt hat und dass sie besser gehen sollten. Sie sind dann noch ein wenig spazieren gegangen und haben das Date dann beendet. Er hat dann noch gemeint, dass sie ja selber noch ein bisschen nach Dirndl schauen kann, allerdings hatten sie dann keinen Kontakt mehr, bis auf, dass sie sich auf Instagram gefolgt haben und zufälligerweise war er dann tatsächlich am Oktoberfest und mit wem? Naja, mit der Dirndl-Verkäuferin, auf die er dann doch recht schnell ein Auge geworfen zu haben schien und ja, die definitiv gut in einem Dirndl aussah und wahrscheinlich hat er sich eben gedacht, naja, voll praktisch, kommt er wahrscheinlich auch noch günstiger zu irgendwelchen Lederhosen, wenn er nächstes Jahr nochmal gehen will. Aber wer weiß das schon. Also ja, er hat immerhin seinen Willen bekommen. Sie musste auch nicht aufs Oktoberfest gehen. Also Win-Win-Situation für beide, würde ich mal sagen. Aber ja, ist eigen. Also beim ersten Date nach Dirndl schauen gehen, das ist auch spannende Idee, so im Großen und Ganzen. Ich meine, ja, wäre vielleicht lustig, wenn es halt wirklich hieße, dass beide hingehen wollen oder dass sie zumindest hingehen will, aber wenn nur er hingehen möchte und ja, sie dann in einen Dirndl nach dem anderen steckt, dann hat sie irgendwie wieder einen weirden Beigeschmack. Naja, muss jeder selber wissen. Das ja, wäre es für heute gewesen, aber ich habe ja gesagt, es gibt heute noch eine Story, deswegen jetzt zum Abschluss noch eine letzte. In dieser hat das Mädel erzählt, dass sie über Bumble einen Typen kennengelernt hat und im Zuge dessen haben sie sich dann ein Spaziergeh-Date ausgemacht. Sie kamen dann irgendwann an einem Spielplatz vorbei und neben Schaukeln und Rutschen waren da eben unter anderem auch Reckstangen, also solche, die man aus dem Sportunterricht kennt. Uch. Ja, und er war relativ sportlich und wollte er dann natürlich gleich zeigen, was er da alles so kann, hat Klimmzüge gemacht etc. Und er wollte dann auch von ihr, dass sie zeigt, was sie so kann. Da sie aber gemeint hat, sie kann keinen Klimmzug und auch sonst nicht wirklich was, hat er darauf bestanden, dass er ihr etwas beibringt am Reck. Er hat sich dann unter die Reckstange gelegt, gekniet und hat gemeint, sie soll auf seinen Oberschenkel steigen, um dann eben auf das Reck quasi drauf zu kommen. Das hat sie dann auch brav gemacht. Und dann hat er eben gemeint, sie soll einen Hüftabschwung machen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach den Kopf nach vorne und halt einmal drehen. Allerdings konnte und wollte sie das nicht und hat ihm das auch mehrfach zu verstehen gegeben. Er hat das allerdings nicht eingesehen und gemeint, sie soll sich nicht so anstellen und dass sie das schon kann und hat dann auch, als sie sich dagegen gewehrt hat, einfach die Hand auf ihren Rücken gelegt und hat sie einmal gedreht, ob sie wollte oder nicht. Sie war total unter Schock, weil sie das Gefühl hatte, dass sie auch keinen sicheren Griff hatte und eben auch nicht damit gerechnet hat, dass er das jetzt plötzlich macht und wie gesagt, sie das einfach nicht machen wollte und sie in ihrer Panik Angst hatte, dass sie sich potenziell verletzen könnte. Zum Glück hat das Ganze nicht, wie sie schon befürchtet hatte, in einem Genickbruch geendet, aber sie war trotzdem einfach schockiert und ja, war nicht damit einverstanden, dass er das einfach plötzlich mit ihr so durchgezogen hat. Daraufhin hat er sie ausgelacht, wie jeder erwachsene Mensch, nicht, und hat gemeint, sie soll sich nichts anstellen und warum sie wegen so einer Lappalie den Verstand verliert und dass sie jedes Kind sowas machen kann und warum sie eben da so ein Drama drum macht. Sie hat dann nur gemeint, sie hat da einfach keine Lust drauf und sie möchte jetzt das Date beenden, weil sie fühlt sich unwohl und findet das alles einfach nicht okay, woraufhin er nur noch mehr zu lachen begonnen hat und zwar wirklich ein richtiges Auslachen, auch sehr erwachsen. Und er hat dann noch gefragt, ob sie jetzt sich von ihrer Mama trösten lässt bei einer Übung, die jedes Schulkind machen kann. Sie hat nur den Kopf geschüttelt und eben gemeint, sie geht jetzt und ist auch gegangen und er ist ja dann noch
hinterhergelaufen und hat die ganze Zeit auf sie eingeredet, von wegen, warum sie jetzt wie ein trotziges kleines Kind wegrennt, etc. Und sie hat halt gemeint so, hey, es passt halt für mich nicht, ich möchte das Date beenden, lass mich in Ruhe. Er hat es allerdings überhaupt nicht verstanden und hat sich da als großen Helden hingestellt, weil er ihr eine Turnübung beigebracht hat und dass sie sich nicht zu anstellen braucht, und hat aber den Punkt nicht verstanden, den sie ihm dann eben auch noch versucht hat, deutlicher zu vermitteln, dass er ihr Nein nicht akzeptiert, dass sie sich unwohl gefühlt hat und dass er sie zu etwas gedrängt hat, was sie nicht machen wollte. Daraufhin hat er dann gemeint, ah, dann bist du wahrscheinlich auch so eine, die beim Sex genüsslich mitmacht und dann im Nachhinein zu weinen beginnt und eine Vergewaltigung vorwirft. Aha, was ein Vergleich. Daraufhin ist sie dann einfach nur noch gegangen und er hat noch gemeint, er will ohnehin eine Frau und kein weinendes, trotziges Baby. Damit war die Sache dann Gott sei Dank gegessen und wow, ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, er hat halt einfach den Punkt nicht verstanden. Er war halt in seiner Welt die ganze Zeit so, wie kann man sich so anstellen, wie kann man das nicht wollen etc. Aber er hat nicht verstanden, dass es nicht um die Übung per se geht, sondern darum, dass Nein nun mal Nein heißt. Ganz egal, um was es dabei geht. Ist es so eine scheiß Übung oder ist es eben fast eine Vergewaltigung? Macht er das da genauso, dass er irgendwie sagt, ah, keine Sorge, ich schiebe ihn nur mal kurz rein, und wenn sie Nein sagt, sagt er, ach, stell ihn nicht so an und bumm? Oder ich, also, keine Ahnung. Also, da ist er auch selber dumm, dass er dann das als Vergleich quasi bringt, weil das ist genau der Grund, warum sowas dann teilweise passiert und dann eben das einem vorgeworfen wird als potenzielles Opfer, weil es heißt, naja, die hat sich hier nur angestellt und mi. Und Neins werden ignoriert. Es ist abartig. Es ist einfach nur krank. Also, dass man so eine Prinzipsache nicht versteht. Da fragt man sich wirklich, wie verbohrt jemand im Kopf sein muss, dass man nicht den Hintergrund der ganzen Sache checkt. Es ist halt nicht nur eine Turnübung, sondern es geht da um so viel mehr. Ich hoffe, dass er das vielleicht irgendwann nochmal versteht und ja, dann vielleicht im Nachhinein drüber nachdenkt und was daraus gelernt hat. Ich fürchte aber fast, dass es nicht der Fall sein wird. Aber egal, das waren auf jeden Fall alle Geschichten für heute. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen haben. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es letzte Woche ausgefallen ist. Ich werde mich bemühen, dass es nicht mehr vorkommt. Ich werde auch schauen, jetzt, wenn der Januar vorbei ist, ist es bei mir ein bisschen ruhiger. Dann kommen hoffentlich wieder ein paar mehr Videos, sobald ich zumindest dann gesund bin. Dann kommen auch wieder Community-Stories, hoffentlich Vlogs etc. Und ja, wenn ihr noch die eine oder andere Geschichte für mich habt, wie gesagt, lasst sie mich gerne wissen über Instagram als Kommentar oder per E-Mail. Ich verlinke euch dann noch hier seitlich zwei meiner letzten Videos, da könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und ich freue mich auch, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis ganz bald. Tschüssi.